Dann sind wir auch gleich bei dem alten Herrn und geben ihm seine Du-weißt-schon-was-CD. Der Held ist zurück. Hast du Du-weißt-schon von Passauf erhalten? Ja, hast du. Du warst erfolgreich. Das erfreut so fast das ganz enorm. Es ist ein Sammlerstück. Ich befürchte schon, Passauf hätte es verloren. Ich bin so erleichtert. Was gibt es? Du willst noch etwas vom großen Faustus? Boah. Ah, natürlich. Du möchtest jetzt deine Übungseinheit. Natürlich, erinnere ich mich. Hast du etwa kein Vertrauen? Nimm sie, Held. Sie würde sowieso nur meine Energie verschwenden. Eine Übungseinheit? So, so. Fingerübungen vielleicht. Ich, so Faustus, habe sie einst selbst verwendet. Aber ich habe mir die neue und bessere Variante zugelegt. Da brauche ich sie nicht mehr. Überbringe sie mit den besten Grüßen von mir an mehr lieblich. Okay, das heißt, wir können jetzt wieder raus. Warte mal kurz. Ah gut, steht nichts dabei. Und ja, das ist natürlich voll die Übungseinheit. Also ich benutze auch immer diese Geräte, um meine Finger zu trainieren. Denn Augen-Finger-Koordination vor allem sind wichtig. So. Wir huschen jetzt mal schnell wieder den Aufzug herunter. Überspringen kann ich das, glaube ich, nicht. Leider nein. Aber gut, dann runter in die Stadt. So. Und hier links zur netten Dame. Okay, sie war rechts. Hier rechts zur netten Dame. Und wir bringen ihr, was sie verlangte. So. Hallo Dame. Habt ihr das Gerät für mich abgeholt? Ja, hast du. Das ist es, das ist es. Jetzt kann ich endlich richtig trainieren. Oder zocken. Wie wir es nennen. Was? Was es damit trainieren kann? Na, mein Gehirn natürlich. Mein Körper ist schon durchtrainiert. Jetzt ist der Kopf dran. Das war wirklich sehr lieb. Vielen Dank. Hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Und haben auch die Kristallkugel bekommen. Bring das bitte zu Merlee. Es kostet nichts. Aber richtet ihr bitte aus, dass wir jetzt quitt sind. Passt auf euch auf. Kein Problem, ich würde nur mal kurz schauen. Hehehehe, willkommen in Merlieblichs Villa der Weissagung. Du hast bereits getan, was du musstest. Jetzt solltest du tun, was du für das Beste hältst. Was für ein Hinweis. Dankeschön. Und wir sausen rüber durch die Röhre. Und gehen zu Merlieblich. Nee, Merlee ist das jetzt hier. Genau, hier ist Merlee. Und spreche mit dir. Bringst du mir die Kugel her? Soll ich dir danken von Herzen sehr? Da, bitteschön. Wundervoll und gut gemacht. Ah, du hast es gewagt. Du hast es vollbracht. Danke vielmals, danke sehr. Ich möchte dir danken, denn mein Glück kennt keine Schranken. Es gibt nur eine Sache dann, die ich dir geben kann. Ein Zauber für dich, was meinst du, sprich? Verzaubern soll ich für dich? Dann komm geschwind und spring über den Tisch. Hm, was ist nun mit dir los? Ist dein Kummer ach so groß? Ein Zauber von mir ist nicht genug. Kinder von heute. Besser man ist auf der Hut. Gut, ich bin ja nicht fies, darum gebe ich dir dies. Okay, wir haben einen Schuss erhalten. Dieses Geschenk von meinem Freund erhalten. Gehört nun dir, du darfst es behalten. Ich weiß nicht, was es kann. Doch ist bestimmt was Gutes dran. Nutz es irgendwann, mach's gut, bis dann. Und ja, wir haben den Schlüssel, den wir gebraucht haben. Schöne kleine Sidequest, muss ich ja ehrlich sagen. Die ich leider immer übersehen habe, weil ich scheinbar mit der nicht gesprochen habe. Und jetzt müssen wir nur kurz runterfahren. Und den Schlüssel auch einsetzen. Hoffentlich ist es jetzt auch der richtige. Nicht, dass jetzt nicht der Schlüssel ist. Mal schauen. So, schlupp. Und zack. Und ja, geh mal aus dem Weg, bitte. Danke. Und wir öffnen
die Tür. So, mal schauen, was drin ist. Ich habe keine Ahnung. Und puh. Riesenkiste. Aber ist sonst noch irgendwas? Nö, da ist ein Rucksack, aber nichts. Dann öffnen wir ganz geschwind die Riesenkiste. Was ist da drin? Dupido! Was? Der Vogel trillert. Zill. Chill. Chilp. Der Hahn gräbt Kikeriki. Der Frosch quark. Der Hund wuff wuff. Autos und Bären brummen. Alles singt, weißt du? Leben bedeutet Musik zu machen. Meine Worte kann das... War das nicht sehr poetisch? Mario schoss in die falsche Richtung. Ich bin Piccolo. Deine Schritte klangen wie Musik für mich. Stopp, stopp und von vorn. Aber das allein macht euch nicht aus. Nein, keineswegs, nein. Ich zeige euch, warum. Und wir haben einen neuen Pixel. Das melodische Pixel Piccolo hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Wählst du Piccolo, ertönt je nach Charakter andere Musik. Aber es hat auch noch andere Kräfte. Mit mir hörst du Musik, die deinem Charakter entspricht. Piccolo! Ich werde das Lied deiner Seele finden und für dich spielen. Okay, cool. Und jetzt macht einiges mehr Sinn. Ich hatte diesen Pixel noch nie. Und jetzt hören wir uns aber erstmal kurz natürlich dann alles an. Cool. Bowser wird bestimmt eine tiefe Musik haben. Eine geile Musik. Und Luigi? Ich bin gespannt. Auch nicht schlecht. Und das wollte ich jetzt gar nicht. Nee, nein. Könntest du bitte einfach aufhören? Danke. Das wollte ich jetzt gar nicht. So, und jetzt ergibt nämlich einiges mehr Sinn. Und dazu... nehme ich die Rücktrittsröhre einfach mal schnell. Denn wir erinnern uns an einen Block. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo er ist. Aber ich werde ihn finden, keine Sorge. Wo eine Note drauf war. Und ich habe mich immer gewundert, wie man diese wegkriegt. Beziehungsweise, was man damit macht, wenn eine Note drauf ist. Und jetzt ergibt alles einen Sinn. Auch ich lerne nie aus. Finde ich schön. Ich finde super, dass ich mich entschieden habe, 100% zu machen. Das bringt uns allen was. Na, das wollte ich doch gar nicht. So, ich brauche nämlich Mario. Ich muss erstmal wieder den Platz finden. Das ist nämlich die Frage, wo der jetzt war. Da oben war er, glaube ich. War da oben. So. Machen wir es halt einfach so. Dann brauchen wir schnell mal einen Knüppel. Und gehen da durch. Sieht aber gut aus. Oder? Genau. Und hier hatten wir doch die Note. Und die sieht genauso aus wie Piccolo. Das heißt, wir spielen einfach mal. Und finden eine Truhe. Cool. Eine silberne Karte. Melee-Karte erhalten. Die schauen wir uns natürlich auch gleich nochmal kurz an. Na, komm, müsste gleich kommen. Da unten ist sie. Melly. Melly haben wir auch schon. Okay. Na, das... Schön, dass es diesen Pixel gibt. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns gleich wieder und ich werde erstmal farmen gehen. Beziehungsweise
im nächsten Part dann werden, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme, werde ich dann hier mit 999 sein und uns das Pixel holen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich den 100 Aufgaben stellen, hätte ich gesagt. Doch bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao. So, kurzer Schnitt und da sind wir auch. Und ich wollte euch doch nochmal einen 8-Bit Luigi zeigen. Und da... So, das ist mein Level up. Cool. Richtig guter Moment. Und da ist er, der Mario mit grünem Bart sozusagen. Und da bauen wir uns noch ein nächstes Mal auf. Und rennen durch die Gegend. Ja, das ist Luigi damals gewesen. Schön, oder? Gut, ihr seht, ich habe schon 800. Das heißt, bald habe ich's. Und wir sehen uns dann wieder. Bis gleich. Sozusagen. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Mario. Seht da oben rechts, ich habe 999 Münzen gesammelt. Hat ein bisschen gedauert, ich bin auch relativ viele Punkte jetzt bekommen. Und ja, wir können uns endlich jetzt Pixeltron kaufen. Dazu müssen wir nur mit dem ganz netten Herrn sprechen. Machen wir doch auch gleich. Bist du zurückgekehrt, um Tiptron nun doch zu kaufen? Da es ein Geschäft zwischen Fans ist, bleibt der Preis bei 999 Münzen. Willst du es kaufen? Boah, komm, gib mir... Ich wusste, du könntest zu einem Feim nicht widerstehen. Du bist damit der Besitzer des einzigen Triptrons im ganzen Universum. Versum. Meine ganzen Münzen. Der Roboter-Nachbau von Tippi Tiptron hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Sie sieht der echten Tippi täuschend ähnlich und spricht auch wie sie. Nun, bereit zu gehen? Und jetzt können wir endlich wieder die Fähigkeit benutzen. Einen Sternblock, treffe ihn von unten und die Ebene erfolgreich abzuschließen. Cool. Gut, dann... hätte ich gesagt, wir sehen uns nach einem Schnitt in der Stadt wieder, denn ich werde erstmal ein paar Rezepte kochen, glaube ich. Bis dahin. Ja, bis gleich eigentlich. Ciao. So, Leute, ich habe noch was gefunden, wo ich mir dachte, hä, das will ich jetzt mal ausprobieren. Denn es gibt scheinbar Kochdisks. Ja, wusste ich auch noch nicht. Und ich würde jetzt mal schauen, wie, wo, was, weil da wird schon mal gesagt, dass es die Rezepte freischaltet. Jetzt möchte ich natürlich das mal ausprobieren. Und hier soll irgendwo nach dem Tipp. Bin ich hier eh erstmal falsch. Cool. soll man nämlich in Ebene 3 von Flipstadt, das wäre ja eigentlich hier. Aber schon mal auf der anderen Seite, das heißt, wir müssen irgendwie rumkommen. Mal schauen. Gibt es 3 Blöcke, da soll man sich dann umschauen. Mit Tippi. Und... da soll man dann was finden. Hier ist es nicht, ne? Genau, hier ist es nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier jetzt gleich hoch. Schätze ich jetzt mal. Da müssten wir, glaube ich, in Ebene 3 sein. Und schauen uns da mal kurz um. So. Ich hoffe, das ist da. Das wäre nämlich sehr hilfreich. Da muss ich nicht alles nachkochen. Und hätte trotzdem alle Kochrezepte. Das wäre super. So, die sind die 3 Blöcke scheinbar. Und schauen wir mal da. Da ist doch was. Super. Da geht's nach oben. Oh. Geht's da noch mal? Da ist noch mehr. Yep. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen. So, dann so. Dann so. Dann nochmal. Scheinbar. Ja. Hoffentlich sind wir bald oben. Ich bin ja der Meister der Jump'n Runs, wisst ihr ja alle. Aber bis jetzt hält sich es ja scheinbar noch in Grenzen. So. Hopp. Und so. Yep.
Und ist da noch was, oder? Nee? Dann kann ich gleich da hoch. Ja, okay. Und dann haben wir hier... Eine Disc. Für das Kochdisc. Eine Dart-Disc für den Rezeptmeister. Cool.